Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. So. An französische Standards. So. Gut, aber zunächst mal gucken wir, wo wir jetzt hinwollen. Und zwar, was haben wir hier Schönes? Hier ist eine Flagge. Da ist ein Taubenschlag. Oh, Taubenschlag kommen wir wieder hin, aber lange nicht mehr, glaube ich. Assassinenturm. Taubenschlag. Ach so, deswegen, weil er. Okay, ich wollte gerade fragen, warum das schwarz ist, aber jetzt weiß ich warum. Hier ist die nächste Hauptmission. Bei den Kurtisanen natürlich. Oh, das ist eine Diebesmission. Das ist. Boah, nichts Leonardo-Ding. Ne, ich würde erstmal die Hauptmission weiterführen. Kann ich da irgendein Dings benutzen? Irgendein Tunnel? Bringt mir nicht viel. Ich muss über die scheiß Brücke. Ich werde auf jeden Fall einen Tunnel nehmen, weil ich will nicht über die Brücke. Ihr kennt das. So. Ich muss mich natürlich wieder an die Steuerung gewöhnen, ist klar, wie immer. Das ist ja wieder ein Momentchen her, wo ich das gespielt habe. Das ist ein Nachteil, wenn man in einem Rutsch so 10 bis 12 Parts aufnimmt, was dann Umkehrschluss 3 bis 4 Wochen Puffer ist. Man spielt es halt dann länger nicht. Das ist halt so der Nachteil an der Geschichte. Aber ich muss mir halt die Zeit einteilen, ihr wisst das ja. Wir haben übrigens heute den 2.1. Wir sind im neuen Jahr angekommen. Und ich nehme an, ihr habt alle mein Video gesehen. Ein herzliches Dankeschön dafür an euch. Sofern ihr dies auch getan habt. Aber ich gehe mal von aus, bei den meisten. Sehe ich so viele, die es gucken hier, also von daher. Rosa in 4, oh, das passt doch perfekt, der Tunnel. Jo. Mal gucken, was das Jahr so bringt, ne? Außer natürlich schnellere Antworten auf eure Kommentare. Das ist ja. Das versteht sich ja von selbst. Also ich meine. Ist ja klar. Belastende Unterlagen. Claudias Dirnen haben das Geld des Bankiers gestohlen, aber es gibt Ärger in der Rosa in Fiore. Ja, wo gut sind dann. Claudia und Maria? Wir kamen mit dem Geld zurück, aber sie sind uns gefolgt. Was? Meine Schwester weiß, ein Messer zu führen. Und ich bin bereit, es wieder zu tun. Gesprochen wie eine wahre Auditorin. Endlich seid ihr zur Vernunft gekommen. Wurde auch Zeit. Okay. Also den Witz habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Dahinter muss ich eigentlich gestehen. Es sollte witzig gemeint. Oh, okay. Wir haben den ultimativen Gilden-Cheat freigeschaltet. Wie kann man den Part besser beginnen? Der Baron de Valois. Ich habe ja schon mal Valois vorgelesen. Das war echt peinlich. Ich bin kein Franzose. Ich bin Deutscher. Mir darf so ein Fauxpas unterlaufen. Ich gehe mal jetzt erstmal zur Bank. Wahrscheinlich wieder auf der. Ah, nee, da passt. Da passt. Okay, das war auch sehr gut formuliert. Geld abheben, bitte. Vielen Dank. Salute. Neue Kurtisanen-Mission freigeschaltet. Ja, da würde ich jetzt erst mit der Hauptmission warten und ein paar Nebenaufgaben machen, weil ich wusste nicht, dass ich jetzt. Ja, okay, ich habe nach dem Attentat auf dem Bankier das. Ja, okay. Ja. Ich sehe es ein, ja. Geschäftsaufträge. Ich muss nur massenhaft Gegenstände sammeln. Gut, Treue. Diesen Geschäftsauftrag beenden, das Offiziersschwert freizuschalten. Ja gut, ich denke mal, die kriege ich immer wieder, die Gegenstände, ne? Münzen von Vlad dem Fehler. Das sagt mir sogar was. Der sagt mir was, der Name. Komm. Gegenstände wirklich eintauschen. Weil so verkaufe ich die Gegenstände ja sowieso nicht. Das wisst ihr ja. Ich sammle die extra. Aber ich denke mal, es kommt am Ende auf null raus. Ich glaube, man sammelt genauso viel, wie man auch braucht. Oh, reparieren. 27. Boah, das ist natürlich. Wenn ich noch so viel übrig habe. Wo ist denn das Offiziersschwert? Kriege ich das gratis, bitte? Ist irgendwas vielleicht gratis?
weil ich so ein toller Assassine bin. Das römische Langschwert. Das würde mir jetzt nicht so viel bringen. Offiziersschwert. Gegenstand. Ach, das habe ich im Besitz. Ach, der hat das schon ausgerüstet oder was? Das ist ja sexy. Ja, ja. Das sowieso. Boah, ich brauche nur so lange, um mich hier reinzufinden. Ist das Unterschlupf? Wollen wir nicht. Wir wollen... Templeragenten. Was ist das? Was sind Templeragenten? Wir gehen da jetzt mal hin. So ganz unverfroren. Inventar. Waffen. Versteckte Klinge. Da haben wir nur die eine. Stilett. Offiziersschwert, tatsächlich. Na, da haben wir uns noch ein bisschen aus... Oh, Monturen, da ist ein Ausrufezeichen. Warum ist das da? Der schlichte Umhang. Venezianischer Umhang. Was macht der? Ezio bekam den venezianischen Umhang, nachdem er Rodrigos Pläne in Venedig veraltet hatte. Der Umhang ist reine Kosmetik. Die Wachen werden trotzdem auf kriminelle Aktionen reagieren und der Bekanntheitsgrad steigt und sinkt ganz normal. Der schlichte Umhang. Der schlichte Umhang ist reine Kosmetik. Die Wachen werden... Gut, das kennen wir schon. Der Medici-Umhang. Medici. Der Medici-Umhang war ein Geschenk von Lorenzo de' Medici, nachdem die Pazzi-Verschwörer der Gerechtigkeit zugeführt wurden. Der Umhang ist reine Kosmetik. Die Drachen... Oh, die Drachenrüstung. Von den Plattnern der Familie Helmschmied im Jahre 1489 hergestellt. Wegen des hohen Gewichts wurden nur wenige dieser Rüstung vollendet, da nur wenige Männer stark genug waren, sie zu tragen. Möchten Sie wirklich die Drachenrüstung laden? Alle ungespeicherten Fortschritte gehen verloren. Warum ziehe ich die jetzt erst an, die Montur? So, aber ist jetzt gut immer so. Ich habe nie das Inventar erforscht, nie. Na gut, ist doch ein ganz anderes Bild direkt. Was habe ich noch so schön? Das können wir gerade mal gucken, ne? Ausrüstung. Ja gut, das ist das übliche. Wenn was Neues dabei wäre, würde es ja dann ein Ausrufezeichen geben. Animus verlassen. Ach komm, tue ich dem Templer-Assassin mal Freude. Ne? Ziehe ich neue Montur an und gehe in die Gegenwart zurück. Das macht Sinn. Ich wollte aber eigentlich keinen Vorlesepart jetzt machen. Steh langsam auf. Was? Hab ich doch. Ja, weil ich noch sehr viele E-Mails, glaube ich, nachlesen muss. Hallo. Was geschah mit Katharina Sforza? Sie ging nach Florenz und bat erfolglos um die Übergabe ihrer Ländereien. Sie starb in Armut. Ah, traurig. So ist das Leben. Oder der Tod, aber ihr versteht mich schon. Treffen wir je die Chefassassinen? Ich hörte von einem Treffpunkt, als ich jünger war. Scheinbar gibt es ihn, obwohl ich nicht sicher bin. War es auch nie. Du siehst ihn, wenn wir den Apfel haben. Ja, ich habe die allerhöchsten Erwartungen. Eine private Espresso-Bar zum Beispiel. Reine Geldverschwendung. Du bist schon mal kein Espresso-Trinker. Okay. Du weißt, wie gerne ich über sowas rede, Desmond, aber ich habe zu tun. Ich muss mich konzentrieren, Desmond. Du stehst doch nur da und guckst dir die Bilder da an, sag mal. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Beziehungsweise die Schriftstücke, die da auch hängen. Du weißt, wie ja. Gerne ich über sowas rede. Die Frage, die ich jetzt habe, ich hab zu tun. Die Gespräche aktualisieren sich ja, offenkundig. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Sequenz 5 nicht in die Gegenwart gehen würde, sondern erst nach Sequenz 6, wären dann die Gespräche, die aktualisiert wurden nach Sequenz 5, wären die trotzdem noch da? Oder sind die dann weg und es kommen nur, also wenn die quasi überschrieben von den Gesprächen durch Sequenz 6, wenn ihr versteht, was ich meine. Nur mal so die Frage an die Runde. Ich schätze einfach mal, dass die Artefakte hier liegen, die wir eingesammelt haben. Ja, ich denke mal, weil sie hat ja jetzt zwei neue Sachen erzählt. Ich denke mal, es wird dann so sein, dass nach jeder Sequenz eine neue Sache, ein neues Gesprächsthema quasi da sein wird. Hallo, geh mal ein Eis essen. Was ist mit dem Strom? Im Moment geht's, aber die Leitungen sind aus der Steinzeit. Verdammtes dritte Weltland! Sprichst du von Italien? Nein, Europa ganz allgemein. Wusste nicht, dass England ein dritte Weltland ist. England ist nicht Europa, Rebecca. Wir tolerieren Europa, weißt du? So wie man Herpes toleriert.
Also ich toleriere Herpes nicht. Also ich finde es eklig. Aber der Sean, der was vom Brexit wusste schon? Wie konntest du eine Kopie des Animus bauen? Ach, weißt du, Lucy hat mir Pläne geschickt. Ich dachte, sie konnte da nichts rausschmuggeln. Sie hatte ihre Mittel. Der Rest ist improvisiert. Ha. Also ich denke schon, dass die Lucy in vielerlei Hinsicht sehr überzeugend sein kann. Verschiedene Dinge. Wir reden später. Okay. Bin beschäftigt. Okay, weil die ist ja auch sehr schlagfertig, haben wir ja gesehen schon. Wir reden später. Okay. Das mit dem Eis, das wird wohl nichts, ne? Ich meine, wir sind jetzt in Monteriggioni, das ist in Italien, da muss es ja auch irgendwo eine Eisdiele geben und die machen ja an sich auch gutes Eis, die Italiener. Also von daher ist das nicht so abwegig mit meinem Wunsch, mit der netten Dame ein Eis zu essen. So, Lucy. Gibt's irgendwas zu essen hier? Wer nicht arbeitet, isst nicht. Ein Scherz. Du weißt, dass das Spaß war? Genau. Lächeln und nicken. Da gibt es einen Freiwilligen. Der war es wert. Ich kenne nur das Zitat Lächeln und Weinen, das ist aus Training Day. Lächeln und Weinen, Lächeln und Weinen. Lucy? Lucy! Ist sie jetzt ohne mich? Weil ich will was Essbares, also das heißt, sie geht bestimmt ein Eis essen. Hä? Bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt die ganzen Gefilde hier erkunden, um die wiederzufinden oder was? Oder bin ich einfach nur gerade ein bisschen... Hä? Wo ist die Lucy hin, Leute? Hast du Lucy gesehen? Ich muss mich konzentrieren, okay. Desmond. Ich will mich auch auf die Lucy konzentrieren, aber die ist ja nicht da. Ich kann mich nur auf Personen konzentrieren, die da sind. Das wäre echt schlecht. Also, was ist, was? Achso, was? E-Mails, nee. Was? Fleischfresser! Heuchlerin! Wusstest du, dass Pflanzen Chemikalien abgeben, um Raubinsekten anzulocken? Klingt ziemlich animalisch für mich. Du weißt mehr, als gut für dich wäre. Das sagt mein Pfarrer auch immer. Mhm. Auf jeden Fall hat er jetzt was gegessen. Auch wenn es kein Eis... Was ist denn hier los? Eis war... Und was war in meinem Auge gerade, meinem rechten? Es waren keine Tränen, nein. Das war was anderes. Ja gut, die Lucy ist anscheinend... weg. Ich gehe mal hoch, vielleicht steht die irgendwo da oben. Vielleicht erwische ich die beim Eisessen. Mit 10 Minuten Zeit. Ah, da ist sie. Ha! Na, Eis essen? Manchmal fühle ich überhaupt keine Bindung mehr zur Realität. Fast ein Jahrzehnt meines Lebens futsch. Für die Suche nach diesen Edensplittern. Denk an das schöne Gefühl, wenn wir die Templer endlich gestoppt haben. Ich weiß nicht, ob das jemals endet, Desmond. Ich kann das nicht ewig tun. Das glaube ich nicht. Meine Lucy brachte mich her und bildete mich aus. Die würde nie aufgeben. Schätze, ich habe dich gut ausgebildet, wie? Na, ganz okay. Also ich schätze, nach dem Gespräch jetzt wird der Templar-Assassin wahrscheinlich... Also er hätte so oder so gemacht. Aber wahrscheinlich irgendwas schreiben. Irgendwie ein Smiley oder irgendwas da hinsetzen. In die Kommentare. Ich mache einfach mal stark von aus. Warum, wieso, weshalb? Es kann noch viel passieren. So. Wir haben zu tun. Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Ja, sehr gut. Bin beschäftigt. Ach, dumme Kuh. Gut, dann lese ich jetzt E-Mails. Das ist wieder der falsche Laptop. Was? Achso, nee. Ach, da hinten, ja. Er leuchtet so komisch, deswegen war ich jetzt irritiert. Desmond Miles. Passwort eingeben. Ah, das habe ich noch im Kopf, okay. Nein, ich habe nichts eingegeben. Eingang 0 gelöscht 7. Ich weiß jetzt nicht. Okay, das habe ich schon, oder? Tagwache. Ah, mit 3 Player Zugang.
Okay. Oh, wie heißen die alle? Guy Fawkes, 23, Snowmass, 84, Juno, 57. Gut, Animus-Sitzung wieder, Wochenplan. Der wurde aktualisiert. Gibt es Abweichungen? Montag? Animus-Sitzung, alle. Auf Räumen schon, Team-Meeting. Frei, muss mal sein. Danke, Lucy. Rebecca Crane, 25.09.2012. Essen, ich hole mir im Café in der Stadt was zu essen. Soll ich was mitbringen? Rebecca. Unbeschrifteter Van. Hey Leute, nur eine kurze Warnung. Als ich gestern Batterien geholt habe, hat gegenüber ein weißer unbeschrifteter Van geparkt. Als ich oben eben Essen geholt habe, war er immer noch da. Für meinen Geschmack ist er etwas zu unscheinbar und hat genau die richtige Größe für eine Überwachungsausrüstung. Ich habe vor ein paar Minuten nochmal geguckt und da war er weg. Aber halte die Augen offen, Rebecca. Ein kurzes Update zu unseren Kollegen aller Welt. Moskau. Es sind weiter alle in Sicherheit. Sie gehen zurzeit einem Hinweis auf einen potenziellen weiteren Innensplitter nach. Also Daumen drücken. Ich habe für Sie recherchiert und konnte einige Ihrer Vermutungen bestätigen. Also sieht es im Moment gut aus. Sao Paulo. Sie mussten wieder das Versteck wechseln und dieses Mal war es sehr knapp. Man glaubt, es gäbe ein Leck im Team und das Hauptquartier prüft das. Wahrscheinlich taucht das Team bald unter, um den Maulwurf zu finden und auszuschalten. Hoffentlich fangen Sie an, bevor er etwas merkt, aber immerhin haben Sie Hilfe. Das ist ein Plus. Osaka. Wie geplant immer noch untergetaucht. Sie sollen sich in 72 Stunden beim Hauptquartier melden. Ich hoffe, Sie sind okay und konnten die Verfolger abschütteln. Mehr Updates in Kürze. S. Gut. Dann Rebecca. 555 Nase. Oh, warum bist du so schreibwütig? Och Gott. Boah, ich wollte eigentlich kein Vorlesepart machen, Leute. Ich mach das ein andermal. Weil die laufen ja nicht weg, die E-Mails. Die bleiben ja. Ne, ich spiele jetzt normal weiter. Guck, wie viel der hat. Alter, ist er noch mehr. Und die jetzt? Oh, okay. Ja, ich mache ein andermal weiter, jetzt nicht. Ich meine, ein paar habe ich ja schon vorgelesen. Aber ich möchte es eigentlich wirklich gerne weiterspielen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir haben ja noch... Wir können ja noch ein paar Mal dahin gehen. Rebecca, irgendwie geht's nicht. Hilf mir mal. Alles bereit. Gut. So, das haben wir irgendwie in dem Part noch gar nichts gemacht bisher. Zentro, 100%. Vaticano, Campania und Antico. Ja gut, dann würde ich jetzt irgendeine Mission machen wollen. Achso, wir wollen ja zum Templer-Agenten. Also nicht Templar Assassins, sondern Templar Agenten. Weil ist der Templar Assassin ja ein Templar Agent? Wer weiß? Ups. Ist das schon wieder die Kacke? Oh nee, ach da, ich kann drüber. Ich überlege mir, ob ich mir Assassin's Creed Rogue Remastered holen soll. Ist gerade für 15 Euro im PlayStation Store drin. Das Problem, also was heißt das Problem? Die Sache ist ja, ich wollte das ja eigentlich auch irgendwann Let's Playen, so wie alle Assassin's Creed Teile. Die Frage ist nur, wann wäre das? Weil es kommt ja erst noch Revelations. Dann kommt noch, wobei ich im Kopf irgendwie noch in Erinnerung, dass Revelations ein bisschen kürzer ist als Brotherhood. Ich weiß es aber nicht ganz sicher. Dann kommt Teil 3. Das ist definitiv nicht kürzer als Brotherhood. Dann käme ja noch Liberation. Dicht gefolgt von Black Flag. Und dann käme Freedom Cry. Und dann käme Rogue. Also so in 10 Jahren gefühlt. Ja, also ist halt wirklich die Frage, ob wir das noch erleben werden. Ich hab's eigentlich vor, aber bis dahin kann noch sehr, sehr viel passieren. Was bist du? Obacht!
Selbst ich bin schon von Dächern gestürzt. Ich warte auf meinen Lanz. Hier oben? Er verließ mich, als unser Kind starb. Und schloss sich den Cento Occhi an. Er soll ein Mörder sein. Menschen von Dächern stoßen. Ich sage immer, ich glaube das nicht. Aber ihr glaubt's? Ja. Was wollt ihr ihm sagen, wenn er kommt? Ich werde springen. Warum büßt ihr für seine Taten? Mein Tod wird ihn daran erinnern, wer er einst war. Lanz wird oft auf den Dächern in der Nähe gesehen. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Das hier mit der Versteckklinge eliminieren. Okay. Dieses Opfer hat er nicht verdient. Wo ist Lanz? Hier oben. Irgendwo. Er macht euch keinen Kummer mehr, Madonna. Also ich wusste ja, dass der Markus Lanz sehr unbeliebt ist, aber dass er so unbeliebt ist, dass er schon ein Attentat... Naja. Geburtsjahr 1480, Beruf Dieb. Ich habe eine kurze Notiz über einen Dieb mit Namen Lanz in Rom gefunden, der mit einer Vielzahl an politischen Unruhen in Verbindung zu stehen scheint. Laut Abstergos Dateien trieb sich Lanz mit der Cento Occhi-Bande herum, was so viel bedeutet wie 100 Augen. Ah, nee, Cento, nicht Cento, Entschuldigung, Cento. Ich nehme mal an, dass es sich dabei um eine Metapher handelt, aber sieh dich trotzdem vor. Gut, ich denke mal, der wird da einige Augen rumlaufen haben. Wie weit ist er denn weg? Doch, sollte ich. Hallo? So, das war schön. Ja, Markus Lanz. Er hat Wetten, dass in Ruin getrieben. Dafür muss er jetzt büßen. Ich denke mal, das wird nicht viel bringen, weil ich denke mal, der wird sich irgendwo verstecken. Mit seinen 100 Augen. Da ist er. Mörder! Rennt er weg? Doch, er rennt weg. Na gut. Ist einfach nur eine stupide Verfolgungsjagd jetzt oder was? Natürlich über Dächer, ich liebe das. Ihr wisst, wie sehr ich das liebe. Wenn ein Aufzug wäre, das wäre jetzt richtig geil. Ja, genau. Das ist ja. Ich muss gerade an die Verfolgungsjagd denken aus dem Film Der Wichser. Ich glaube, das war der erste Teil. Mit dem Treppenlift. Gab es so eine richtig asoziale Stelle bei dem Film Annabelle 2. Seines Zeichens ein Horrorfilm. Ich bin einfach schneller als der. Ich hab doch gedingst. Ach, das ist mir doch alles bescheuert, echt. Nee. Nee. Nein. Requiescat in pace. Also ich nehme stark an, dass ihr euch jetzt gerade einfach kaputt gelacht habt. Aber ich finde es nicht lustig. Das ist doch einfach nur Scheiße, sowas. Echt jetzt mal. Also, DNA. Was ein Ochse, ey. Geheime Orte, nein. Kriegsmaschinen, Borgia-Türme, Templeragenten. 8%, alter Schwede. Ich möchte sie bitte erneut spielen. Es gibt nichts, was ich lieber täte, als es neu zu spielen. Es ist jederzeit möglich, den Animus zu verlassen und Montrigioni zu erkunden. Oh. Hallo.
Mir wurde geschrieben, ich kann Gespräch wegdrücken. Warte mal. Da. Danke. War es leiser Diktat? Ich glaube schon. Dankeschön. An, egal wer es war, ich glaube du warst es. Du bist schuld. Akzeptieren. Obacht, selbst ich bin schon. Das war natürlich, ich wollte gerade sagen, es wäre so geil, wenn der Text einfach nicht weggeht. Jetzt. So, ich gehe jetzt mal nach unten. Vielleicht sieht er mich da nicht so schnell. Achso, ja, Annabelle 2 wollte ich erzählen. Das ist nämlich auch so, das ist ja ein, geht's um einen Dämon, der in die Puppe gefahren ist quasi. Und okay, ich esse hier gleich weiter, ich muss mich konzentrieren. Da ist er. Da steht das Corpus Delicti. Wie sagt er zu mir Mörder? Du kennst mich doch überhaupt nicht. Wieso ist er da hochgeklettert? Wieso? Ich wollte doch machen. Ich hätte gehabt den. Hat er gerade auf meine Hand getreten? Hat er das wirklich getan? Okay, du wirst jetzt sterben. Ich meine, der wird eher so oder so gestorben, aber. Jetzt habe ich noch einen Grund mehr. Oh, das ist so. Wenn du wieder runterfällst, ne, dann. Dann töte ich dich. Wo ist der denn? Ich sehe noch nichts. Alter, wieso denn? Was machst du denn da? Boah. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich lieber einen späteren Teil der Reihe spielen würde. Endlich. Ich weiß, es war ein bisschen holprig alles, aber... Ich habe echt viel Blut gerade gespritzt. Requiescat in pace.